Die Schüler des Einstein-Gymnasiums stehen vor einer Herausforderung. Sie haben eine Woche Zeit, sich mit der Hufeisensiedlung in Berlin-Britz auseinanderzusetzen. Die Siedlung ist eines der ersten Projekte des sozialen Wohnungsbaus und sollte mit etwa 2000 Wohnungen gebaut werden. Die Schüler stehen kurz vor ihrem Abitur und kommen aus unterschiedlichen Klassen zusammen. 5 Tage haben sie Zeit, sich kennenzulernen, um gemeinsam an einem Modell zu bauen und einen Vortrag auszuarbeiten. Also wir sind die Schüler von dem Albert-Einstein-Gymnasium in Britz und uns wurde angeboten, bei einem Projekt mitzumachen, bei dem es um Denkmäler geht, genauer gesagt um das Hufeisendenkmal, und es liegt auch direkt bei uns neben der Schule. Und genauer gesagt ging es dann um die Farbgebung von Bruno Traut, der das Ganze ja gebaut hat, warum er welche Farben gewählt hat und warum die so besonders waren. Ihre Arbeit sollen sie am 14. September vor Publikum präsentieren. Der Verein Denkmal an Berlin organisiert das Projekt. Er engagiert sich für die Jugendkulturbildung mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche für die Denkmalpflege zu sensibilisieren. Bruno Traut lebte von 1880 bis 1938 und war ein deutscher Architekt und Stadtplaner. Bekannt wurde er durch den Bau der Hufeisensiedlung und dessen prägnanter Farbgebung. Ja, am zweiten Tag sind wir auch in die Schule gekommen und wir wurden am Vortag schon in 2 Gruppen unterteilt. Und wir hatten die Modellbaugruppe und die Recherchengruppe. Ich war in der Recherchengruppe und wir haben eigentlich größtenteils in Büchern und im Internet über das Leben von Bruno Traut uns informiert, um darüber dann nachher einen Vortrag auszuarbeiten. Und die andere Gruppe hat dann die Rote Front nachgebaut und noch ein weiteres Haus aus der Hufeisensiedlung. In den Gruppen sind wir uns sehr schnell nahe gekommen. Man muss sich auch mit den anderen verständigen und die Gruppen waren jetzt auch nicht so groß, dass man da keinen Überblick mehr behalten konnte. Es hat dann auch sehr schnell großen Spaß gemacht, weil jeder konnte halt sich aussuchen, was er machen möchte. Die einen konnten basteln und sich dann da aktiv beteiligen. Die anderen halt im Internet recherchieren, falls ihm Kunst nicht so lag. Das mit dem Kunst ist auch noch so eine Sache. Wir konnten am Anfang überhaupt nicht viel mit Farben anfangen. Ich habe sogar Kunst auch abgewählt gehabt. Also ich hatte da sogar schon ein bisschen Angst vor. So, jetzt muss ich auf einmal mit Farben arbeiten. Naja. Aber das ging dann auch ganz gut. Und dadurch, dass ich auch in der Recherchengruppe war, konnte ich meine Fähigkeiten auch sehr gut einbringen. So verging die Woche echt wie im Flug und dann war auch schon wieder Freitag und dann haben wir das alles nur noch präsentiert, was wir ausgearbeitet haben.
Nach dieser Woche haben sich die Schüler angefreundet und ihre Präsentationen anhand der Recherchen und des fertiggestellten Modells geübt. Fenster. Ach ja, zwei Fenster, ja. Ja.